Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Ich hatte euch meinen XXL Rossmann Haul gezeigt und euch ja natürlich auch versprochen, damit ein paar Looks zu schminken. Und deswegen beginne ich heute mit der ersten Palette und zwar der Revolution Forever Flawless Palette. Das sind ja diese knalligen Farben in den Grün, Türkis, Blautöne, aber es sind auch ein paar Naturtöne dabei und ich dachte mir, ihr habt vielleicht ein bisschen Angst vor knalligen Farben, ich aber nicht. Und deswegen werde ich euch heute zwei Looks zeigen, wie man solche Farben durchaus auch tragen kann. Ich werde auf der einen Seite einen etwas dramatischeren Look schminken und auf der anderen Seite einen etwas softeren. Aber wie ich das genau mache, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Also viel Spaß und natürlich auch beim Nachschminken. Los geht's! Base habe ich natürlich erstmal ein bisschen fertig gemacht und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Auge an. Da möchte ich mit dieser tollen Palette erstmal einen etwas dramatischeren Look schminken, so wie ihr das eigentlich von mir gewohnt seid. Und ich will euch die Palette aber vorher noch mal zeigen. Da sind ja diese wunderschönen Farben drin, also angefangen von Türkistönen über petrolfarbene Töne, aber auch blaue Farben in allen Varianten und natürlich auch schöne Schimmerfarben in Goldtönen und Naturtöne in Matt, die man natürlich super erstmal zum Aufbau des Augen-Make-ups nehmen kann. Und ich zeige euch jetzt mal geswatcht auf meinem Arm alle Farben, damit ihr da mal so einen kleinen Einblick bekommt, denn in den Fännchen sieht das immer sehr, sehr krass aus, aber wenn man die Farben dann benutzt, dann verblenden die sich auch so ein bisschen und wirken gar nicht mehr so schlimm, wie sie ja eigentlich hier in dieser Palette wirken. Die Palette ist aus Metall und da drin befindet sich auch noch hier so ein riesengroßer Spiegel. Bevor ich jetzt lange weiterrede, los geht's mit dem ersten Augenlook. Und dafür nehme ich aus der L'Oreal Age Perfect Serie diesen schwarzen Creme-Lidschatten, der so ein ganz klein bisschen Glitzer hat. Und ich nehme mir als allererstes hier so einen ganz kleinen schmalen Pinsel. Und wenn ich jetzt gerade in den Spiegel schaue, dann seht ihr hier mein Schlupflid. Und ich möchte das ganze Make-up aber jetzt nicht zu hoch ziehen. Deswegen mache ich mir mit der etwas dunkleren Farbe jetzt erstmal hier so eine Markierung hin, bis wo ich eigentlich gehen will. Hier außen mache ich es auch hin. Und natürlich hier am Augeninnenwinkel, da muss ich halt sehen, bis wohin ich damit gehen will. Und dann verbinde ich diese drei Linien. Und an den unteren Wimpernkranz kann ich mir natürlich auch schon ein bisschen was hinmachen. Diesen kleinen Pinsel, den ich dafür verwende, das ist einer von BH Cosmetics, der war in meinem ersten Augenset. Und das ist das Studio Pro Set und das ist der Pinsel Nummer 11. Der ist wirklich so ganz klein und gerade und damit kann ich mir ganz präzise, nämlich genau solche Linien ziehen. Ich glaube, jetzt könnt ihr das sehen, wie das wirkt. Wenn ich das Auge geöffnet habe, sieht man da gar nicht viel von. Und wenn ich es schließe, dann seht ihr, wie viel Platz ich da habe. Und den fülle ich natürlich jetzt mit der Farbe auf. Und dafür nehme ich auch ein neues Pinselset, was ich mir gegönnt habe. Und zwar das BH Cosmetics 1991 von der Alicia Marie. Eigentlich war ich im ersten Moment nicht so an diesen Pinseln interessiert, aber ich habe mir auch ein paar Videos dazu angeguckt und muss sagen, ich tendiere ja immer mehr dazu, wirklich kleine Pinsel für mein Auge zu nehmen, damit ich einfach präziser arbeiten kann. Klar braucht man auch mal große. Aber in diesem Set sind wirklich Pinsel drin. Ach, ihr werdet sehen, wenn ich sie gebrauche. Aber erstmal nehme ich mir den ersten. Und zwar ist das die Nummer 3, der Flat Shader. Das ist ein ganz normaler, flacher Lidschattenpinsel.
Und damit nehme ich jetzt das dunkle Creme-Produkt auf, denn das dient mir jetzt als Base. Ihr denkt wahrscheinlich, sie will doch ein blaues Augen-Make-up machen. Warum nimmt sie schwarz? Wie immer, wartet's ab. Jetzt habe ich mir hier die Linien schön gezogen und jetzt kann ich das Ganze einfach mit diesem dunklen Ton ausfüllen und weiß ganz genau, bis wo ich die Farbe haben will. Und weil dieser Pinsel etwas größer ist, kann ich das natürlich schön großflächig auftragen. Und mit der anderen Seite des Pinsels werde ich das Ganze erstmal so ein bisschen verblenden. So sieht das Ganze dann erstmal aus. Ich puder jetzt den oberen Bereich meines Lides etwas ab, denn da kommt jetzt die zweite Farbe hin. Und zwar nehme ich aus der Palette erstmal hier diesen Hautton und nehme mir diesen wirklich dicken Pinsel, das ist die Nummer 1 aus diesem Set, der Large Shader. Und weil er so schön großflächig ist, aber doch fest gebunden, ist der super, um das Auge erstmal zu präparieren. Das heißt, ich gebe mir jetzt diese hellere Farbe erstmal hier unter den Augenbrauenbogen, gehe aber nicht in dieses Schwarz hinein. Und mit der anderen Seite verblende ich das Ganze dann. Und dann nehme ich mir aus diesem Set diesen kleinen Blenderpinsel. Es gibt einen noch kleineren, also eigentlich gibt es 3 Stück. Und zwar diese 3 hier, das ist einmal hier ein ganz, ganz großer, fluffiger, so wie ihr den wahrscheinlich auch kennt. Dann ist dieser mittlere dabei, der hat aber ein bisschen weniger Borsten und ist leichter gebunden. Und dann ist noch so ein super kleiner Mini-Blender dabei. Aber ich benutze jetzt erstmal die Nummer 6 und nehme mir einen aschigen Braunton. Der darf nicht zu gelblich sein und deswegen nehme ich hier von NYX den Sweet Cheek Blush, den ich ja auch zum Konturieren benutze. Und dippe hier so ein ganz bisschen rein, gebe mir das auch so ein bisschen auf die Hand, damit die Pigmente auch im Pinsel sitzen. Und dann gebe ich mir den jetzt genau hier über die schwarze Base, sodass sich das Ganze so ein bisschen ineinander blendet. Und ziehe das wirklich hier so an der Linie entlang und ein bisschen nach außen. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Braunton dafür nehmen, je nachdem, was euch da so gefällt. Aber ich finde, der fällt halt nicht so ganz extrem auf. Und wenn ich das Auge jetzt normal mache, dann seht ihr hier diesen leichten Schatten. Aber vielleicht fällt euch auf, man sieht gar nicht so viel von diesem Schwarzton. Und das soll man auch nicht, sondern nur, wenn man ja einen ganz normalen Wimpernschlag macht. Jetzt komme ich zur eigentlichen Farbe, und zwar ein Blau. Und jetzt nehme ich aus diesem Set, diesem, ich nenne es jetzt 1991er, den Pinsel Nummer 2. Und das ist der Small Shader. Und da werde ich jetzt diesen Blauton nehmen. Das ist so ein schöner, schimmriger Blauton. Auch diesen tupfe ich mir erst einmal so ein bisschen an der Hand ein. Und jetzt tupfe ich diesen Blauton von der Mitte an auf das Schwarz. Und guck mal, wie toll die Farbe dabei rauskommt. Jetzt ist es natürlich euch überlassen, wie stark ihr diesen Farbton haben möchtet. Gebt den jetzt wirklich nur auf mein bewegliches Lid, also quasi an die zweite Falte, die ich habe. Und stupft den richtig schön auf diese Base, denn die ist dafür super geeignet, damit auch diese Pigmente darauf haften. So, und eigentlich wäre es das schon. Also ihr könnt es so soft nehmen. Ich glaube, ihr könnt sehen, so viel sieht man da gar nicht von dieser blauen Farbe. Klar möchte ich etwas dramatisch haben, aber ich möchte nicht aussehen wie ein Papagei. Und wenn da jetzt noch Wimperntusche und sowas draufkommt, dann wirkt das auch schon wieder ganz anders. Aber man kann das Ganze dann natürlich auch noch ein bisschen höher ziehen. Und das mache ich immer in diesen schnippenden Bewegungen. Und dann könnt ihr sehen, das Ganze verblendet sich auch jetzt schon so ein bisschen nach oben. Und ihr könnt natürlich auch noch nach außen gehen. Denn so ein bisschen was möchte ich ja von diesem Blau dann auch sehen. Wem das jetzt ein bisschen zu dramatisch ist, der kann jetzt diesen kleinen Verblenderpinsel nehmen. Und dann gehe ich damit jetzt hier in diesen
weißlichen Schimmerton, aber ihr könnt auch einen matten Ton nehmen. Also ihr müsst ja auch nicht unbedingt diese Palette nehmen, sondern ich möchte euch auch einfach gerne zeigen, dass man keine Angst vor Farben haben muss, denn auch die kann man wirklich schön einsetzen und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache, sich zu verschönern. So, ich habe den hier jetzt drauf getan und jetzt gebe ich mir den hier an den inneren Augenwinkel und blende den so ein bisschen nach innen ein. Damit mischt sich das Helle mit dem Dunklen und kriegt so einen leichten Ombre-Effekt. Und dieser Pinsel ist dafür einfach mega gut geeignet. Ich werde nochmal in einem anderen Video darauf zurückkommen, warum ich eigentlich jetzt zu kleinen Pinsel greife. Das würde aber jetzt zu weit führen. Also wenn ihr dann Lust habt, müsst ihr einfach mal demnächst schauen. Ihr seht, wie sich hier die Farbe verändert. Und ich kann mit dem wirklich hier an den inneren Augenwinkel gehen, habe gleichzeitig hier das schon aufgehellt und ziehe das Ganze dann so ein bisschen nach außen. Jetzt möchte ich aber ganz gerne noch meinen äußeren Augenwinkel so ein bisschen dramatisieren. Aber dafür muss ich noch zu einem anderen Farbton greifen, der leider nicht in dieser Palette drin ist. Aber der ist in dieser Palette drin, in der Crystal Iced. Das ist ja auch diese schöne Palette mit den Blautönen, aber es sind auch ein paar Naturtöne da drin. Und unter anderem hier so ein Anthrazit. Da habe ich auch einen tollen Pinsel für. Und zwar ist das von den 1991ern der 5er. Und der nennt sich ganz einfach Pencil Brush. Ihr könnt natürlich auch ein richtiges Schwarz nehmen, aber das würde das Ganze dann wieder zu dunkel machen. Und mit dem kann ich jetzt hier außen ganz präzise in der Ecke arbeiten und das Ganze hier nach außen noch ein bisschen rausziehen. Er ist quasi ein etwas dickerer Lidstrichpinsel, aber das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Dramatik, die aber etwas subtiler wirkt. Ich ziehe dabei auch richtig hier mein Auge runter, damit ich hier ganz präzise in die Ecke komme. Und den kann ich mir auch wunderbar an den unteren Wimpernkranz geben, um das Ganze hier noch ein bisschen rauchiger zu gestalten. Und ich kann mit dem Pinsel, wenn ich das Auge noch so ein bisschen ziehe, auch einfach hier am Wimpernkranz noch mal so ein bisschen lang gehen und dieses Blau noch ein bisschen ausrauchen. Und somit habe ich einen Blauton, aber der hat sich in drei verschiedene Töne verwandelt. Hier innen drin ist er etwas heller geworden. In der Mitte ist noch die Originalfarbe und außen habe ich das Ganze jetzt einfach durch diesen Anthrazitton etwas verstärkt. Dann nehme ich mir nochmal diesen Mini-Blender-Pinsel, der in diesem Set drin ist und kann dann im Spiegel das Ganze nochmal ein bisschen verblenden, so wie ich es eigentlich haben möchte. Denn der zeichnet mir wirklich ganz präzise hier an meinen Fältchen entlang. Wenn ich das mit einem großen machen würde, dann würde das Ganze verbatschen und das möchte ich eigentlich nicht. Und hier kann ich wirklich ganz präzise hier das auch noch mal ein bisschen nach außen verblenden in diesen stupfenden Bewegungen und das Augen-Make-up wirkt dann ganz anders. So, jetzt noch Mascara, damit ihr den fertigen Look, zumindest den ersten, gleich sehen könnt. Also ich nehme die Rival de Loupe Never Seen Before und als besonderen Clou auch von Rival de Loupe diese Intensifier Mascara in diesem Metallic Blau. Viel sieht man davon nicht, eigentlich ist sie eher schwarz. Aber hier auf der Hand kann ich sie euch nochmal zeigen. Die hat aber so das gewisse Etwas und die gebe ich jetzt nochmal auf die oberen Wimpern. Einfach nochmal, um dieses Blau zu verstärken. Und ein bisschen Concealer darf natürlich auch nicht fehlen. Gerade hier am äußeren Augenwinkel. Und werde das Ganze dann damit perfektionieren. So, jetzt ziehe ich das Ganze hier außen schön nach oben. Blende das hier nochmal aus. Gehe auch nochmal hier an den Innenwinkel so ein bisschen. Und hell das hier auch noch mal so ein bisschen auf, denn das liftet das Auge dann auch noch mal optisch. Und mein erster Look, wie gefällt er euch? Ist gar nicht so schwierig, ne? Also hat jetzt auch nicht lange gedauert. Der ist jetzt fertig und wenn ich meine Brille dazu aufsetze, dann sieht man eigentlich nur etwas von diesem Augen-Make-up.
Ein kräftiges Augen-Make-up ist auch wichtig, gerade jetzt in Zeiten der Masken, denn wo guckt man denn den Leuten am meisten hin? Ja, nicht mehr auf die Nase, sondern in die Augen, weil man daran ja nur erkennen kann, wie die Laune eines Menschen ist, ob er lächelt, ob er traurig ist. Ich finde, die Augen, die können so viel an Emotionen ausstrahlen und ich finde dann einfach so ein etwas kräftigeres Augen-Make-up einfach wunderbar geeignet dafür. Ich meine, ich trage ja schon 26 Jahre Maske. Leider bin ich nicht davon verschont geblieben. Ich dachte, ich wäre sie los, aber jetzt muss ich sie halt tragen. Und ich habe immer meinen Fokus auf meine Augen gelegt, weil das Einzige war, was man gesehen hat. Was ihr natürlich jetzt noch machen könnt, ist ein Lidstrich. Aber ich kann leider keinen Lidstrich und mit den faltigen Augen würde das auch nicht mehr aussehen. Deswegen lasse ich meinen Look so und betone mir dann nur die äußere Ecke etwas mehr, damit das so einen indirekten Effekt hat. Noch toller würde das Ganze natürlich jetzt mit künstlichen Wimpern aussehen, aber auch das beherrsche ich leider überhaupt nicht. Deswegen reicht mir das, wenn ich richtig schön Mascara aufgetragen habe. Ich würde sagen, wir schwenken rüber auf die linke Seite und da zeige ich euch jetzt den softeren Look. Dafür nehme ich jetzt auch wieder hier erstmal diesen Large Shader. Normalerweise nehme ich ja dafür immer hier meinen schönen, dicken, fluffigen Kiko-Pinsel, den ich schon etliche Jahre habe. Aber mit dem funktioniert das auch wunderbar. Und zwar gehe ich da jetzt auch wieder in diesen Hautton rein. Der sieht hier sehr hell weißlich aus, aber der ist so eine Nuance heller als meine Haut ist. Und damit nehme ich mir jetzt erstmal hier die Rötung weg. Und gleichzeitig pudere ich das Ganze etwas ab. Der zweite Schritt ist hier auch mit diesem mittleren Blenderpinsel und dem NYX Sweet Cheek. Und damit betone ich mir jetzt erstmal meine nicht vorhandene Lidfalte. Also ihr seht ja, wenn ich gerade in den Spiegel schaue, hier hängt die Haut. Und ich gebe das so genau dazwischen. Und schön soft ausblenden. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr hier etwas nach unten geht. Ihr müsst nicht unbedingt da oben bleiben. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Und zwar möchte ich mir damit jetzt eine Cut Crease gestalten. Das heißt, ich werde hier innen etwas heller und außen bleibe ich dann dunkel. Und in diesem 1991er Set ist der optimale Pinsel für diesen Effekt. Wenn man nicht mehr 20 ist und nicht mehr eine Haut hat, die völlig faltenfrei ist, dann ist dieser Effekt wirklich super easy. Aber bei älterer Haut und auch noch Schlupflid ist das nicht so einfach. Und ich habe einen Pinsel gesucht, der dafür optimal ist. Und ihr werdet es gleich sehen, der ist wirklich mega toll. Also das ist hier so ein ganz kleiner, leicht abgeschrägter Pinsel. Und der ist ganz flach. Der ist ja so ein bisschen wie die normalen abgeschrägten, aber doch nicht so ganz. Und ich gebe mir jetzt ein bisschen Concealer auf die Hand. Das mache ich hier mit diesem Santé Mineral Concealer, weil der recht flüssig ist und ich den deswegen gut verteilen kann. Und dann dippe ich jetzt auch hier einfach erstmal schön in das Produkt rein. Und dann mache ich es wie an dem anderen Auge. Ich zeichne mir erstmal eine Linie. Das heißt, ich gucke, wo ist hier meine Falte am tiefsten und wo möchte ich denn das Hellste noch sehen. Und mache mir auch da erstmal wieder eine Linie. Ihr könnt natürlich auch den Concealer erstmal hier unten schön dick auftragen. Dann das Auge so ein bisschen bewegen, damit sich das abstempelt. Und dann könnt ihr das, glaube ich, schon sehen. Na, wenn ich jetzt gucke, dann seht ihr hier oben den etwas helleren Bereich. Und ich muss jetzt diesen ganzen Bereich mit dem Concealer auffüllen. Und das geht super mit diesem Pinsel. Der ist mega präzise. Also ich ziehe mein Lid jetzt hier so ein bisschen glatt und verteile das erstmal grob und kann dann damit wirklich haarscharf die Linie ziehen. Das ist mir mit noch keinem anderen Pinsel so gelungen wie mit dem. Und wer die Videos von ihr kennt, der weiß, dass sie auch gerne diesen Cut-Crease-Effekt macht. Und ich finde das einfach für Schlupflider super toll. Auch hier am Augeninnenwinkel, ich kann hier ganz präzise, obwohl ich Fältchen habe, die Linie ziehen.
Und auch richtig bis hier unten reinbringen. Guck mal, wie schnell und einfach das geht. Liebe diesen Pinsel. Das lasse ich jetzt einen ganz kleinen Moment trocknen. Aber ich kann mich ja schon mal meinem Außenwinkel widmen. Und dafür nehme ich mir wieder erstmal diesen Small Shader. Und ich würde sagen, jetzt nehme ich eine andere Farbe. Und zwar, ich gehe hier in dieses Lila-Blau. Nehme da so ein bisschen Farbe auch wieder auf. Gebe mir das wieder hier so auf den Handrücken. Und das tupfe ich jetzt an den Außenwinkel. Die Pinsel haben auch genau die richtige Größe, so wie ich sie haben will. Also so, als wäre dieses Set für mich gemacht worden. So, jetzt seht ihr, die Farbe, die ist jetzt noch nicht an allen Stellen. Ist ja klar, da sind meine Fältchen. Aber ich stupfe die jetzt einfach darüber und gehe mit dem Ton jetzt so ein bisschen nach innen. Und ziehe den auch hier unten ein bisschen am Wimpernkranz entlang. Und fange an, das Ganze so ein bisschen zu verblenden. Ihr dürft dabei aber nicht zu doll drücken, denn ihr habt ja hier jetzt Concealer. Und das wollt ihr ja jetzt nicht so unbedingt miteinander verschmieren. Denn jetzt kommt natürlich noch die helle Farbe. Und da gehe ich hier unten in so einen schönen Champagnerton. Der sieht fast matt aus, ist aber trotzdem so ein ganz bisschen satiniert. Und den tupfe ich mir jetzt mit dem Finger hier auf den Concealer. Und gehe auch ganz bis nach innen. Also richtig mit Schmackes draufstupfen. Und auch ruhig hier außen so ein bisschen über diese blaue Farbe gehen. Und wenn ich den aufgetupft habe, dann fange ich an, den so ein bisschen nach außen zu verblenden. Und auch da seht ihr, wie sich die Farben jetzt miteinander mischen. Und dann nehme ich jetzt nochmal diesen ganz kleinen Blenderpinsel, gehe nochmal in dieses Blau. Und dann kann ich das Ganze hier unten nochmal ein bisschen hingeben und ein bisschen nach innen verblenden. Und dann kann ich auch hier oben lang gehen, ganz soft über den Concealer und diesen Champagnerton. Und das Ganze muss ich natürlich am unteren Wimpernkranz auch machen. Und dafür nehme ich mir jetzt die Nummer 8 hier aus dem Set. Das ist auch so ein ganz kleiner, schmaler Pinsel. Einer, mit dem man wirklich ganz detailreich auch am unteren Wimpernkranz lang gehen kann. Und dann nehme ich natürlich auch wieder das Blau. Und guck mal, den kann ich wirklich hier direkt an den Wimpernkranz setzen. Und die beiden Linien hier außen kann ich damit auch super verbinden. Oder kann das hier jetzt auch noch ein bisschen dunkler gestalten, indem ich das einfach hier nochmal aufstupfe. Ich kann den quer oder längs bewegen, so wie ihr das jetzt gerade brauchen könntet. Auch wie die Farben verblenden. Also ich weiß nicht, was die sich da haben einfallen lassen, aber das ist wirklich der Oberhammer. So, jetzt nehme ich nochmal diesen mittleren Verblenderpinsel und gehe hier in diesen etwas dunkleren Naturton rein. Und den gebe ich mir jetzt hier innen nochmal ein bisschen hin, um das Ganze hier nochmal ein bisschen feiner zu gestalten. Verblende ich das Ganze jetzt nochmal hier so ein bisschen bis zur Mitte miteinander. Klar, es ist jetzt keine richtig definierte Cut Crease, aber das will ich auch gar nicht, sondern ich möchte einfach diesen Bereich hier oben etwas heller haben, damit das Auge einfach etwas größer aussieht. So, jetzt gehe ich mit diesem kleinen Achterpinsel, aber trotzdem nochmal in dieses Anthrazit aus der Essence Crystal Iced Palette. Und dann gebe ich mir den hier außen nochmal so ein bisschen hin. Und so ein ganz bisschen an den Wimpernkranz. Dann mache ich den Pinsel nochmal sauber und gehe nochmal in diesen Champagnerton. Und den gebe ich mir jetzt nochmal an den inneren unteren Wimpernkranz. Dann werden die beiden Farben auch wieder so ein bisschen gemischt und den ziehe ich jetzt so ein bisschen bis zur Mitte, einfach um das Ganze auch wieder aufzuhellen. Also dafür ist der auch mega super. Aber mir geht es ja eigentlich nicht um die Pinsel, ich habe halt einfach nur zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mascara, wie auf der anderen Seite. Und auch da gebe ich natürlich nochmal hier diesen Metallic-Blauton hin. Dann natürlich hier auch nochmal den Concealer. Schön verblenden, gerade hier innen.
und natürlich nach außen das Ganze hochziehen. Sind das nicht Hammerfarben? Also auf der rechten Seite diesen etwas dramatischeren Look, wo man aber trotzdem die Farbe, wenn man das Auge offen hat, nur erahnen kann. Der Effekt kommt dann wirklich beim Klimpern mit den Wimpern, wie ich immer so sage. Es ist eigentlich eher ein Look, mit dem man ausgehen kann. Also ich hoffe, wir müssen da ja nicht mehr allzu lange warten. Man kann ihn mit allen Farben aus dieser Palette zaubern. Also da ist eurer Fantasie ja keine Grenze gesetzt. Ich habe es jetzt nur mit diesem extremen Blau gezeigt. Man kann aber auch wirklich durchaus diese helleren Grüntöne dafür nehmen. Einfach das, was zu euch passt. Und auf der anderen Seite diesen etwas softeren Look, der, wenn das Auge offen ist, etwas katzig aussieht, dadurch, dass ich den äußeren Augenwinkel so betont habe. Es ist aber trotzdem heller gestaltet und passt auch wunderbar zu einem Brillen-Make-up. Denn da sieht man ja auch durch die Gläser, je nachdem wie groß sie sind, auch nur so subtil dieses Augen-Make-up. Aber letztendlich, es muss ja euch gefallen. Und wenn ihr dann dazu vielleicht noch die passende Maske tragt, die Farben sind einfach der Oberhammer. Und man könnte dem Ganzen natürlich jetzt auch noch die Krone aufsetzen, indem ich jetzt hier nochmal in diesen super Türkiston gehe. Und den würde ich mir jetzt nochmal hier in die Mitte tupfen. Einfach nochmal, um da so einen leichten Farbverlauf reinzukriegen. Sieht das nicht auch hammermäßig aus? Also wirklich eine ganz, ganz tolle Palette, auch für den Preis. Und die Bestellung, die hat sich wirklich gelohnt. Also von dramatisch über soft kann man durchaus auch als etwas ältere Frau, also ich bezeichne mich nicht als älter, denn im Kopf bin ich noch lange nicht alt. Aber wir haben ja trotzdem schon so unsere kleinen Hautproblemchen und ihr habt gesehen, wie schnell und einfach diese Augen-Make-ups eigentlich funktionieren. Natürlich im Alltag noch etwas schneller, aber ihr könnt die ja vielleicht einfach mal zu Hause üben. Und sie sind natürlich durchaus Brillen und Masken geeignet. Aber spielt da so, wie ihr mögt. Ich habe euch jetzt diese beiden Looks gezeigt. Und ich würde sagen, es geht in den nächsten Wochen auch weiter. Ich habe ja noch mehr Paletten für euch. Also wie gesagt, hier die Crystal Iced und ich habe noch die Colorbooks von Revolution. Also es wird an Augen-Make-ups auf jeden Fall die nächste Zeit keinen Mangel geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal wieder weitergeholfen, wie ich solche Looks schminke. Also es ist eigentlich nicht viel dabei. Übt es einfach zu Hause. Wie gesagt, mit diesem Pinselset könnt ihr nichts falsch machen. Das kostet, glaube ich, 20, 22 Euro irgendwie. Aber es sind ja 9 Pinsel dabei und die sind wirklich der Oberknaller. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe ja eigentlich genug Pinsel. Aber wie gesagt, in einem weiteren Video werde ich darauf eingehen, warum ich eigentlich kleine Pinsel benutze. Mehr und mehr. Und ihr seht es ja wahrscheinlich auch in meinen Augenvideos. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Eure Nicole. Tschüss!